Möglichkeit, ihn hier von der Ola herzlich willkommen in diese Trierstunde. Hier natürlich Schwester Peitasch in Dicken, Top, diese Trauerfeier hier zu feiern. Dankeschön für kommen. Letzten Tag, die in ihrem Leben eine ganze Geschichte schrift. Nicht bis das Tag, aber Sonntag. Sonntag, Nomerach, kommt eine ganz neue Geschichte in ihrem Leben an. In eine Geschichte, wird Matthew Kuhn wird in jene Tiden, in was jene Leben wird, eine Veränderung geben, nicht zum Schlechten, aber zum Guten. Jesus Christus ist der Janzia, was jene begleiten wird. Von der sind wir hier nicht allein. Jesus sagt es dir, du wirst 32 versammeln in seinen Namen, du sie ich merden an ihr Jünger. Ich zweifle nicht an Jesus in jenen, was hier von der. Ich zweifle nicht daran, dass viele von Jünger, der alle von Jünger, Hand für diese Familie aus ihr Gebet. Wenn sie gewissen werden, Gebet bedürftig. Dankeschön für jene Gebete, für jene Erstattung. Und ich bin mir sicher, dass wir sind alle mit diesem Gedanken hierher gekommen. Jesus, machst du uns hier doch alle begleiten. Und machst du von dir in dieser Nummer stellen, ganz besonders die Älteren, die Schwester segnen, Kraft geben und die Begleitung geben. Wir sind hier von dir in einer Stunde, wo wir weiten, dass Jesus Christus als der Jans hier wird, dass Gott mit uns meint und dass er das Gott mit uns verhaf. Jesus hat nicht ein schlechter Sein über uns. Er hat ein guter Sein über uns. Und er schickt, wo er uns wird sehen können. Und wo er uns kann dichter nur sich tragen, in engere Gemeinschaft mit uns haben. Mocht diese Stunde hier von der Nummerach, das ganze Begrafnis, so passieren, als Jesus dort will haben, dass wir alle in Schritt dichter nur Jesus werden können kommen. Und dass er wird sein Trost in sein Beistand geben und dass er wird Heilung geben. Jesus Christus kam auf diese Welt, um für uns am Kreuz zu sterben, an die Sünden zu betonen. Er ging im Grab, er stand ab vom Tod und brachte nie ewig Leben. Denn Jesus selbst sagt, dass die, die an ihm geleben, waren nicht verloren worden, aber waren das ewige Leben haben. Jesus ist der, wo Hoffnung ist. Jesus ist der, wo ewig Leben ist. Von der schien die Zeit wahrscheinlich für ihn nur Stellstunden, was von der Welt still hält. In der Welt fällt sich voll an sein, gerade nun. Wird es plötzlich in jenem Leben in Streck geschrieben wird und geschrieben worden ist. Aber das sind die kommen und gehen und wir sind nicht allein. Wir sind die Hand im ganzen Gebiet voll, weil viel Freundschaft, viel Freund, was hier in Stunden in die Brücken ist, war ich nicht allein gewohnt. Ganz besonders als Jesus der Janzia, wo die gerade noch anfuhrten, in Menschen dessen war ich gewohnt. Jesus ist so ein Freund, ja, zu uns. Er sagt in Matthäus Kapitel 8, Vers 28, das jetzt sagt er, dort kommt nur mir. Jesus raubt ab, kommt nur mir. Er kommt nur mir, all die, die schwer beladen sind. Ich will ihn erquicken. Ich wollte uns besonders hier als Eltern und die Schwester, Verwandte, ihn hört erst schwer begreift, den Krieg vergeht und wenn jeder ein sagt, Jesus kommt. Jesus merkt, sein Ohr ums Ohr und sagt, kommt, er will ihn erquicken, dort mit nie Kraft geben, nie Hoffnung, und er will mit ans Wohnen ganz besonders mit ihm kommen. In dieser Tarde quisiera dar la bienvenida a cada uno de las personas que han venido a acompañar aquí a la familia Peters en su tiempo de dolor. Que Dios los bendiga, que Dios esté cerca con ustedes. Lo aprecian mucho, lo apreciamos, que hayan asistido. Aunque la mayor parte va a ser en alemán, pero el Espíritu Santo es para todos. Hablemos el mismo el lenguaje, no, pero lo vamos a sentir, lo vamos a convivir, ¿verdad? O sea, que Dios los bendiga en una forma ricamente. Ellos valoran y aprecian mucho su asistencia. Inclinamos nuestros rostros para una oración. Vine en el Gebet.
uns heil dir in die Reich der himmlischen Vater. In diese drei Stunden flehe ich die an und beten am deine trostreiche Jehen wird hier. Komm, und musst du uns hier begleiten, musst du hier in der März sein, und musst du hier die Tröster sein, recht im Heiligen Jesus. Musst du ganz besonders hier diese leidtragende Familie umarmen, in ihren Dienen Leib, in deinen Trost, in deinen Bestand, ganz besonders in diesem wachlosen Tag kommen, sodass du dir diese Dinge auch getan hast. Weil ganz besonders auch hier von dir auch, und so auch in jedem einen von uns, die wir hier sehen, Herr. Herr, wie weiten die Wirtschaft dieser Welt, und die besser manche Begrafnissen, die war's. Da drehe dein Hort an, da brach die Thronen. Aber du hast uns gelehrt, dass das nicht das ein, dass du hängen noch viel, viel gaudet. Und du kriegst vorwärts für all dein Wort, an die läuft haben, und in diesem Leben rückstehen dann, aber dein eines der aus, für immer und freiwillig, in alle Ewigkeit haupt zu sein. Himmlischer Vater, wir danken, dass wir nicht Brücken allein sind, aber dass deine Jähen wird hier erst. Komm und sieh uns hier willkommen, und machst du in jedem einen Jähen, was wir von dir brücken, am Sonntag aus dir, der Lein zu merken. Im Namen Jesus mit Danksagung. Amen. Ich mache bloß ein, der Wein ist ja dort hängen, wenn jemand die Brücken soll. Und nächstens sind hier ein paar Männer, die wollen uns anleiten mit dem Gesang. Das wird noch gestrahlt worden, so werden wir mitsingen. Und werden wir dort singen, dann sind sie stark und dann werden sie hier dann. Und nur dem kommt dann die Botschaft von Pastor John Leuten. Wie weil hier zwei Leute singen, dort erste Leute sagt, was Gott verheißen, das bleibt bestehen. Weil wir alle taub kräftig singen. Was Gott verheißen, das bleibt bestehen. Und wenn auch Himmel und Erde vergehen, wenn unsere Stützen zerbrechen alle, was Gott verheißen, das hält. Was Gott verheißen, das will er geben. Mach alles beben, es bleibt bestehen. Wenn auch erlöschen die Sterne alle, was Gott verheißen, bleibt bestehen. Was Gott verheißen in schweren Zeiten, wenn Mut und Hoffnung uns Willen schwinden, und müd wir sinken in heißem Streiten, was Gott verheißen, wankt nie. Was Gott verheißen, das will er geben. Mag alles beben, es bleibt bestehen. Wenn auch erlöschen die Sterne alle, was Gott verheißen, bleibt bestehen. Was Gott verheißen, hält auch im Sterben, im heißen Fieber, wenn's Leben schwindet, des Heilands Hände, dann für mich werben, was Gott verheißen, stirbt nie. Was Gott verheißen, das will er geben. Mag alles beben, es bleibt bestehen, wenn auch erlöschen die Sterne alle. Was Gott verheißen, bleibt bestehen. Was Gott verheißen, hält auch am Tage, wo Gott uns rettet, aus Not und Plage.
die Siegeskrone dort anempfangen, die Überwunden durchs Blut. Was Gott verheißen, das will er geben. Mag alles beben, es bleibt bestehen. Wenn auch erlöschen die Sterne alle, was Gott verheißen, bleibt bestehen. Der nächste Leut, es kommt einst ein Tag, wo kein Schmerz mehr wird sein. Es kommt einst ein Tag, wo kein Schmerz mehr wird sein, wo die Wolken verziehen, keine Träne wird geweint. Friedlich wandeln Hand in Hand, wir an jenem goldenen Strand. Welch ein Tag, glorreicher Tag wird es sein. Welch ein Tag wird es sein, wenn ich Jesus werde sehen. Wenn ich schau sein Angesicht, der durch Gnade rettet mich. Wenn er mich nimmt bei der Hand und führt mich ins gelobte Land. Welch ein Tag, glorreicher Tag wird es sein. Sorgen gibt's da nicht mehr, keine Last uns bedrückt. Keine Krankheit, kein Schmerz und kein Scheiden gibt es dort. Ja, auf ewig bin ich dann bei dem Herrn in Kanaan. Welch ein Tag, glorreicher Tag wird es sein. Welch ein Tag wird es sein, wenn ich Jesus werde sehen. Wenn ich schau sein Angesicht, der durch Gnade rettet mich. Wenn er mich nimmt bei der Hand und führt mich ins gelobte Land. Welch ein Tag, glorreicher Tag wird es sein. So ist Pastor Cornelius Schmidt als Ed. Wir sind hier zurückgekommen zu einem Begräbnis feiern. Wir gleichen das vielleicht nicht den Namen feiern. Und sie hat das viel schöner, aber mich hier zurückgekommen und Erntedank fast feiern, Tor fast feiern. So eine Dinge ist dort. Aber Familie Peitasch, wir sind von dir hier, aus einer Gruppe Freund, aus Familie, aus einer Chorg, zum hier in der Stadt. Zum du sein verjüngt. In dem die Wiesen, das Pastor Cornelius Schmidt sieht, dass die sind nicht allein. Die sind nicht allein in dieser schweren Zeit. Die haben eine ganze Gruppe Menschen, die mit Gebeten hier in Stadt, die du erst in ihr Städten und die du erst in ihr Tauben und durch diese Zeit bitte drehen. Jeder einer, wer von dir hier ist, Gott will die in mir brücken, aus dem Stadt Gereitschaft in seiner Hand, um diese Familie zu ihr Städten. Um diese Familie nur sein und halten zu drehen, was sie an dieser Zeit zu drehen haben. Wenn wir begraben das haben, das geht nicht schön. Das wird wei Aufschreit nehmen von der Person, die wir sagen, ihr läuft haben. Das wird wei von der Person Aufschreit nehmen, was wir weiten, was wir auf dieser Welt nicht mehr wollen sein. Was wir nicht mehr wollen sein, wenn Jesus wiederkommt und in der Auferstehungstag. Von klein an. Und ich will mir etwas nehmen, ich will mir zu sagen, dass ich glaube, mehr als von uns, von klein an, haben sie uns geliebt, dass du hast den Himmel. Du hast Gott.
Du hast die Ewigkeit, du hast eine Hall. Und wir wollen alle von jung an in den Himmel. Wir haben uns alle hergestellt, du wirst einen Tag sehen. Du hast deine Eltern uns gelehrt, du hast eine Bibel gelesen, du hast an Leute gesungen, du hast davon vertellt. Und du wirst hier in Hahn. Aber du wirst, weil wir nicht alle zu Glück kennen. Du wirst, wenn einer bei uns vorab geht und die Familie ist nicht mehr taub. Dort sind Tiden, wo wir uns untereinander brücken. Dort sind Tiden, wo wir du sind und wo wir sollen du sein, einer für den anderen, zum uns unterstützen, zum uns halten und zum durchdrehen. Und wenn wir am besten wieder nachdenken und wir wählen im Himmel, dann mag wir auch so ein Bild, dort im Begrafnis ist dort, das hilft uns selbst denken. Und wir kennen doch nicht ran, dort wir selbst denken, eure Luther, so wie alle du. Vielleicht der Nächste, sein ich. Vielleicht der Nächste, bist du. Und es soll immer war ein Fass sein, wo wir uns denken, wusst du ich mit meinem Leben Gott gegenüber. Von meinem Leben hast du dich in Einhalt. Wo sein ich? Wo bist du? Wo sind wir? Und es soll ein Fass sein, wo wir uns denken, dass es nimmt mit uns alle in Ein. Das Wort Gottes sagt, Herr, lieh uns bedenken, dass alle, wo wir sterben, und bedenken, wo wir das Leben dann wieder führen. Ich will gleich mit Jünd ein paar Verse lesen von Offenbarung, Kapitel 21, Vers Feuer, Vers 1 durch Feuer. Offenbarung ist für ein Buch, was wir nicht so gleich hinterlesen. Das ist ein Buch, wo fremde Dinge werden sein. Wo die Sonne so gerübiert werden. Und ich will diese Verse lesen, und du wirst Punkte rücknehmen, wo ich hoffe und vertraue, wir konnten sehen sein. Für die Familie und für jeden von uns alle. Offenbarung, Kapitel 21, von 1 durch Feuer. Das sagt nur, Johannes, der wird gefangen, der wird auf einer Insel, der hat ihn so festgenommen. Und er hat eine Vision. Gott weiß am einfachen Wort, was keiner von uns hier sein hat. Und das sagt du so, Johannes hat abgeschrieben, er sagt, und ich sag, in nie Himmel, in der nie Erde, wird der erste Himmel in die erste Erde verschwungen. Und du hast auch kein Meer mehr. Dann sag ich, Johannes, der heilige Stadt, dort nähe Jerusalem, wohnt Gott mit dem Himmel raufkommen, Leute, aus einer ütgestromten Brüte, reut für ihren Mann. Und ich sag, in der Kirche, eine Lüdestern vom Himmel, sagen, kiet mal, mir ist Gott seine Wohnung, manche Menschen. Und er wird mit einem Taub wohnen, und sie wollen sein Volk sein. Und Gott selbst wird mit einem sein, in ihr Gott sein. Und Gott wird an alle Thronen in die Ehren waschen. Du wirst kein Daut oder Trüher oder Rohren oder Weide auch mehr sein. Willst dort, was vorher wir, es verschwungen. Wenn es Jesus noch hat, diese Welt wieder. Wenn er hier jenkt mit seinen Jüngern taub, manche Menschen, dann seht er einen Tag, die seine Jünger, er vertraut davon, dass er nicht gekommen ist, auf diese Welt zu bleiben. Dann seht er seine Jünger, ich will nicht ein Ding sein. Und dort ist, ich verlor diese Welt. Und der Jünger möchte sehr traurig. Wobei er sagt, ich verlor nicht bloß auf Emma, ich gehe in Wohnungen reitermärken. Ich gehe in den Platz reitermärken, dort wann die von dieser Welt durch sind. Wann der Körper auf dieser Welt versagt und ob eins nicht mehr erleben darf. Dort wo eine Stadt sind, wo der Geräusch gemerkt hat, extra verjüngt, wann wir auf dieser Welt durch sind. Wann wir die Bibel lesen, dann merken wir, dort sind zwei Städte. Dort wann wir hier durch sind, das Leben auf dieser Welt, dann hast du eine Hall, eine ewige Hall, haben wir von dir gehört. Aber da hat Gott nicht reingemerkt für uns Menschen. Dort sagt die Bibel, hat er reingemerkt für den Feind. Aber viele Menschen können wählen, nach Hause gehen. Dann sagt Jesus, aber er kann eine Städte reingemerkt, wo es wunderbar ist. Und da wird falsch, wo der Kreuz lesen, dort sagt, dort, du wirst kein Trüher mehr sein, du wirst kein Rohr mehr sein. Und wenn du noch Trüher sein, wenn wir nicht kommen und wir haben hier Rot, Jesus selbst wird die Thronen aufwaschen und dann wird bloß Fred du sein. Diese Stadt sieht Jesus gegen keine Reut mehr. Nun, hier in Offenbarung 21, meistens das letzte Kapitel, zweite letzte Kapitel von dem Neuen Testament, sieht Johannes ab eins diese Stadt. Gott lädt ihm ein kleines bisschen die Fenster auf, dass er mit ihnen sein kann. Wurde ab ihr im Erst, sagt die Bibel, hat keiner von uns hier sein. Wir weiten nicht. Aber wir weiten, dass es sehr, sehr gut. Und dort sagt nur, Jesus selbst wird bei uns sein.
Jesus selbst wird der König sein. Jesus selbst wird uns umarmen. Und dann wollen wir mit einem Taub einfach sagen, Tag für Tag. Da wird euch keine Tiet mehr geben. Der Platz wird Jesus recht merkt für uns, wo wir wollen sein, nur das Leben. Du hast keine Tiet mehr. Da merkt kein Unterschied, dass ich da eine Stunde sehe, oder ein Jahr, oder ein Jahr, oder 10.000 Jahre. Das wird bloß für ewig sein. Bloß für immer. Wir wollen da bloß sein. Und da wird du sehr Fan sein. Ab dieser Welt blieben uns viele Frauen. Viele Dinge, weit wie nicht, woran? Und ein von den Frauen ist vielleicht für die Familie, und von allen nicht. Woran so tätig? Gott, woran? Mess, 18 Jahre, jung, träum, will noch viele tun im Leben. Woran? Nie. Woran in dieser Zeit? Woran bin ich? Woran uns sehen? Woran der Bruder? Viele Frauen. Da habe ich keine Antwort für. Wo waren wir wollen du sein? Bei Gott im Himmel? Wie da steht, was er gemerkt hat, für uns, für Benny und für jeder einen von uns. Dann wollen wir mit Jesus sein und dann haben wir am Frauen persönlich. Herr, woran? Wie verstehen wir das nicht? Und dann wird uns klar sein, wenn die Bibel sagt, und Gott sagt, meine Wege sind so viel höher als jene Wege. Meine Gedanken sind so viel höher als das, was die denken, was die würden glauben oder passt das. Dann können wir das vielleicht verstehen. Nicht können wir das nicht verstehen. Nie weit wir nicht, woran. Aber die Bibel sagt, wenn wir du wollen sind, dort wird wunderbar sein. Dort wird fein sein. Und der Kind, wir haben uns sagen, wir können uns ab irgends nicht feststellen, weil Gott der Himmel wird sein. Wo sagt der Stall die Fähr, die ganz beste Zeit, wo die das ganz schönste gegangen haben auf dieser Welt, mit der ganz beste Menschen, die deine beste Freund, an der beste Moment, wo du jemals belebt hast. Nie war das bloß für immer so dort sein, und da wird noch mal Jerutz der Anfang sein, noch viel mehr als dort. Wir haben euch Werten beschrieben, wo gut und wo fein und wo herrlich diese steht wird sein, was Jesus uns heute gemerkt hat. Was Jesus hat, du für dich und für mich. Da hat er extra gemerkt für uns. Und dann merkt mir noch mal ein Bild. Ich habe verschiedene Städte gesehen auf dieser Welt. Und ich sage mir, sicher, die haben auch solche Schmacke Städte, eigentlich solche Natur. Und dann stelle ich mich vor, alle Feine, alle Gute, was hier auf der Welt ist, hat Gott gemerkt und saß dir. Und von was Jesus war, ich fuhr und sehe, ich vorne Städte heute merken für ihn. Dort sind über 2000 Jahre. Und wenn du nach schafft, wo wunderbar. Du sind keine Wert, was dort beschrieben kann. Du bist nicht, was wir können sagen, würdet vielleicht nicht mal dich Bibel sein. Dort ist eine Stadt, wo wir nicht mehr wollen, Aufschreit nehmen. Dort ist eine Stadt, wo wir kein Sterben mehr wollen sein. Dort ist eine Stadt, wo wir bloß nach Wort Schein gehen und Geld gehen. Und wo wir können bei Jesus abgeschaut sein. Und Frauen. Und ich stelle mir eins hier mal vor, wir haben ein paar Nächte hier. Unser Dach ist 9 Jahre. Und vielmals, wenn ich in die Hüse komme, dann kommt dann jemand und fragt viel. Viele Frauen. Und ich stelle mir vor, so wird es sein, wie wir im Himmel sind. Bei unserem Vater, bis am Pfoten, bei Jesus gehen wir beschaut sein. Und viel Frieden. Mit einem Taub lachen, mit einem Taub Fred haben, mit einem Taub bloß dort loten, sehr schön gehen. Ab dieser Welt waren wir hier Tränen machen und wir wollten nicht, wo lang, dann wollten wir vielmals auch gleich, was selber tun? Was ist das Beste tun? Wir wollten nicht, wo wir selber handeln.
Und dann checken wir vielleicht mit so einem Psalmen, was auf dem Bulletin ist, Psalm 129, ein guter Psalm. Dann holen wir Forst an. Dann holen wir Forst, wenn Jesus sagt, wenn Gott sagt, durch sein Wort, dort exi du, exi beginnt und ich will ihn nicht verloten. Und vorher, was Pastor Cornelius Schmidt am Anfang sagt, sagt, kommt nur mir, all die, was die trürig sind, dort haben wir bloß einen Glauben da. Da müssen wir bloß annehmen. Und dann müssen wir bloß glauben, dass Jesus es tut. Wir haben uns verstanden, dass ich sehr lang nicht begriff. Aber dann, wenn wir wollen, du sein, wie arm, dann wird es nicht bloß im Glauben sein. Dann wird es persönlich sein. Und wir wollen Jesus anfoten. Und wir wollen anfoten. Und wir wollen vertrauen. Wer von uns hat sich nicht mal gewünscht? Dort, wenn Jesus mal zu uns redet, zu den Ohren, wir haben sein Wort und wir vernehmen sein Geist und seine Stimme an uns Hort. Und wir haben uns alle mal gewöhnt, stelle ich mir vor, wenn Jesus mal zu uns reden soll, klar ist es eine Person, du wirst es sehen. Er wird uns benommen haben. Und er wird einfach klar zu uns reden. Und weißt du, wo der Pastor ist von alles? Pastor Kollege Schmerz, hier hat eine Erinnerung. Aber ich will ein paar Verse vorlesen von Titus Kapitel 3. Titus Kapitel 3, Vers 4 durch 7. Du sagst ein Wort, sehr gute Forschen. Und da redet du krank von diesem Himmel, von diesem Gott, von diesem Jesus. Und dort sagst du es dort. Über uns frintel ja Gott in Heiland. Über uns frintel ja Gott in Heiland für ein Dachheim. Mit wo Gott, hei alle Menschen wir. Hör ich, wo das sagt. Uns frintel ja Gott. Und hei ich heim für ein Dach, mit wo Gott, hei alle Menschen wir. Wo sei er uns gleicht? Rade uns. Dort wie nicht, dort wir nicht, dort wie Gerechtigkeitswirken abzuwiesen haben. Wir haben nicht gute Wirken abzuwiesen, weil gut wie wir. Dort wir, ich sehen, eh nicht mitleiden. Wir wollen du durch nie geboren, dort hör uns was, durch den Heiligen Jesus, nie das Leben geöff. Den hör durch Jesus Christus, unseren Heiland, rücklich über uns kommen, Leute. Dort wie, nie, dort wie durch seine Genot sind gerecht vor dich geworden, Orven sind, wills wie der Hupning ab Eiwirt leben haben. Ich weiß nicht, wo vom Bild hier von unserem Gott haben. Aber ich weiß vielmals, und besonders an das plottische Volk, wir haben ein Bild von Gott, der ist streng, der schickt ihrs. Das ist das Ola Mann mit dem großen Wetterbordfläche, und der schickt bloß da drauf, und der will uns strufen, und das tut uns. Zu belehren, in Trachwiesen, in Fläche mit dem Blitz, in Säuer rümmeloten, dann merkt uns mehr Angst. Aber das sagt hier, wir haben ein Leuftol, ja Gott. Ein Leuftol, ja Gott. Und ich schicke drauf, in den Jammerat über uns Menschen. In so eine verlorene Leo, was wir auf dieser Welt wären. Ein Jammerat über uns. Und wenn wir dann wieder lesen im Neuen Testament, wo Jesus belebt, was er deut, dann wollt wir hier drauf in der Jammer, dass er jemand von dir. Herr, mit Lied. Und dann dachte ich, wei. Und ich rührte mich für die Botschaft und dachte ich, er kann nicht mehr teilen mit jemand. Er kann nicht in sehen, auf die Gift. Er kann mich bloß feststellen, dass er wei. Aber Jesus kann mehr teilen. Jesus kann mehr teilen. Ganz dicht bei ihm am Jammer dort. Er stand ein Tag besiegt in Rohr, wenn jemand gestorben wäre. Er sagt, es läuft durch, er ist durch, er sagt, wo wir wären, und er arbeitet einen Plan aus, und er sagt, dass wir können uns den Himmel niemals verdienen. Diese Gaude steht, was er gemerkt hat von uns, er sagt dort, du würdest wir niemals ankommen, wenn wir sind fehlerhaft, wir merken Fehler, wir sind sinnhaft. Und er sagt, dass wir würden dort nicht merken. Und dann sagt er falsch, was er kurz lesen dort, er wollte dann einmal lesen, dann sagt er, dann rat er uns, dort wir nicht, dort wir Gerechtigkeitswirken abzuwiesen haben, dort wir, ich sehen ihn nicht mehr lied. Wir haben nicht Gerechtigkeit abzuwiesen vor Gott und sagen, weißt du, Gott, wen ich so ein guter Mensch sehe, wen ich ein Prediger sehe, wen ich ein Plotitscher sehe, sollst mir doch im Himmel nicht loten, nicht? Dort ist nicht, wo wir. Ich sage dir, wir haben nicht abzuwiesen. Du bist nicht gut an uns Leben. Wir sind fehlerhaft. Und dadurch sehen wir lieben. Schickt der Jesus, und er sagt dort in den Vers 5, das letzte Wort, wie werden du durch nie geboren, dass er uns wasch,
und durch den Heiligen Geist neues Leben geöff, den heu durch Jesus Christus an seinen Heiland rücklich über uns kommen leut. Dort wir, nie dort wir durch seine Genot sind, gerechtfertigt geworden, offen sind, weil es wieder Hoffnung ab ein wird Leben haben. Heu wisst ihr, das können wir euch. Dann mögt Jesus, Gott, der Vater, mit Jesus den Sehen implohen, uns zu raten, uns von dieser Erde wegzunehmen und uns nur die Stehhand zu nehmen, wo das Wort sehr schön sein. Der Himmel, der merkt da extra für Benny und für jeder einer von uns. Aber dann verstehst du, wie die Bibel sagt, das Wort Gottes, dass das nicht genug, dass Jesus dort getan hat und dass wir durch alle Worte im Himmel sind. Versteht mich nicht auch. Aber die Bibel sagt, dass man das persönlich annehmen. Einmal das Glauben. Römer 10, Vers 13 sagt, wer den Herrn sie nun anrufen wird, der wird seilig werden. Ich mag was tun. Das ist das Annehmen. Jesus hat alles getan. Aber ich mag das Annehmen. Ich mag das Glauben, dass Jesus für mich gestorben ist. Und ich mag Jesus nur folgen, ganz persönlich. Die Mama vertraut gestern, dass nicht lange drei. Hier bin ich in der Botschaft, sagte ich euch, hat viele Dinge verstanden. Und ich weiß nicht, wenn es in den Haus fahren, und Luther vertraut die Mama mit ihm, und dann sagt Benny, ich kann in diese Dinge noch unterwandern. Ich kann diese Dinge geliert in der Botschaft. Ich kann was vernommen. Nun muss ich dort unwandern in meinem Leben. Du fehlst noch was, und ich muss was mit tun. Jeder einer von uns, wenn wir das Wort Gottes hier, dann macht wieder was mit tun. Wir entscheiden, was damit zu tun. Und ich glaube, im Begräbnis, erst steht, wo wir nur denken über. Was habe ich getan? Habe ich Jesus den Heilsplan angenommen für mich? Wann dort ich wir? Wurde ich vor Gott bestohlen? Ich freue mich nicht, dass du fehlerlos bist. Das ist ich fehlerlos, wie sie sind ich. Aber die Bibel ist sehr klar, dass wir machen Jesus im Glauben annehmen. Tim, dass wir wollen an diesem Stil sind. Was heute merkt für uns. Benny muss selbst persönlich entscheiden. Du und ich müssen selbst entscheiden. Dort regt nicht Tonig euch vor. Dort regt nicht Toplottisch sein. Dort her, muss wir persönlich annehmen. Jeder einer. Jesus ihn nun anrufen. Benny hat seine Entscheidungen in seinem Leben getroffen. Und du hast nichts mehr zu tun. Du hast drei zu denken und Gott danken, wenn er Jesus angenommen hat. Gott loben und preisen. Aber du und ich, wir können noch entscheiden in das Leben. Ich sage mir sicher, dass Benny hat einen Plans. Du wirst in der Dinge, was er noch will tun. Vielleicht will er sich noch befreien, vielleicht will er noch eine Familie haben, vielleicht will er noch seine eine Form haben. Ich weiß nicht, was seine Träume wird. Aber ich stelle mir vor, du wirst in der Dinge, was er noch will tun. Was er dachte, das wollte Luther noch tun. Aber dann merkt kein Unterschied mehr. Das ist vorbei. Du gehst nicht unter andere. Du und ich, was leben. Die Jugendliche, was du leben. Was sind Dinge, was wir abschieben und sagen, das wollte ich noch mal. Wenn Gott sein Wort sagt, und wenn er jetzt von dir raubt, bekehr dich, gib dein Leben nur Jesus, sind das Dinge, was wir sagen, das wollte Luther. Das ist eine sehr ernste Frau. Wo am Grafen ist, ich glaube, eine jältige Frau. Hast du Jesus angenommen aus deinem persönlichen Heiland? Bist du bereit, Jesus zu begegnen? Aus jung oder alt? Und vielmals, wenn ich kicken in der Jugend, die sind schon junge Menschen, dann denken wir, das weit nach Luther. Nie will ich leben. Nie will ich tun, was mich scheint. Auch wie ältere Menschen. Ich sage, ich kriege sie jung als je, du bist ein bisschen geboren.
Dat geldt voor ons allemaal. Nu werk ik maar dat er wat meer geld geeft. En Jezus nu valt in dat woord Luther, want ik is even 50 zie. Ben ik hem niet met 50? Omelig worden die en dat juk mich. Dit wordt hier gezegd, den Herrn onroepen, dat is van de oude tijd, dat is nu de tijd. Tim, dat we worden bij deze steed zijn. Ik zie je den Anfang, nu wil ik niet van vertalen, maar de Bibel leert ook, du hast een steed waar we verloren gaan, ab ewig. Die Entscheidung merken die en ik, wann we leven. Nu, wat we jong zijn, wat we in de Jugend zijn. Nu merken we rechte Entscheidungen. Luther ist der Talot. Like, wenn ich mit Mutter spreche, junge Menschen, vielleicht Freund von Benny, horcht nur Gott seine Stimme. Und wacht nicht bei Mori, und wacht nicht bei Luther. Von der ruft er Jesus. Auch jeder einer von uns, wenn wir vielleicht befriedigt sein oder alle sein. Du hast bloß ein Wach, und dort ist Jesus Christus persönlich annehmen. Und dann habe ich versprochen, wir singen hier ein Leute, und dort seht, was er verspricht, dort wird er auch tun. Wenn Jesus versprochen hat, dann wird er auch. Wie Menschen kommen lange nicht alles nur. Jesus kommt dort nur. Das Einzige, was du nicht machen tun, das ist am Arm vorzuhalten. Am Annehmen, am Glauben aus unserem Herrn und Heiland. Jesus kommt für jeden von uns. Vielleicht waren wir noch leben, nimmt uns mit, vielleicht waren wir gestorben. Aber jeder einer von uns traf eine Entscheidung. Was darüber, wenn wir Gott sehen, wird hier. Lege ich das auf und sage, das ist das, was ich immer gehört habe, und dann wollte ich das lieber nicht annehmen. Oder wollte ich aber nur denken, selbst die Bibel nehmen und nennt ihr, was das Wort ist, und das selbst annehmen. Vor allem, ihr habt kein Drei. Für die und mich, ihr habt noch Entscheidungen zu treffen. Ihr habt noch Dinge zu tun. Eure Welt zu ist für mich und für die. Wenn du hast, damit die Seier Mutter sprechen. Hold force. Hold force an Jesus. Ganz force. Und heute wird uns durchdrehen, wenn er viermal so gefällt, heute nicht. Aus Familie, werde ich mit Mutter sprechen. Hold force an Jesus in der Hand. Hei hast du. Auch wenn er viermal so gefällt, hei hast nicht. Ich stelle mir vor, ich an, dass ein Gedicht, was viele Lieder unterwohnt haben, Spuren im Sand. Dort war nicht so viel, du hast bloß eine Staub und ich gehe allein. Dann werden wir glauben, was Jesus sagt. Ihr ruht euer Heil im Himmel vor. Matthäus Kapitel 28, der letzte Vers. Du sagst, ich war beginnt sein bei dem Eng von der Welt. Wenn wir arm nur fallen, dann ist er da. Und dann dreht er uns. Irgendwann wird er nicht fallen. Irgendwann wird er weiter. Hold fast, verzweifelt nicht. Sie sind starke, jässliche Freunde. Und lass ihn durchdrehen von Jesus. Er will das jern, jern tun. Er will jern, du sein verjüngt. Und er will in jeder einen von uns brücken, damit diese Familie nur sein, damit helfen und damit helfen, vorwärts zu kommen. Euer Geschlecht war in den Heimel dieser Frau geschmieden. Wo stehst du? Wo stehst du mit Jesus? Bist du bereit, zum Jesus begegnen? Ich frage nicht, ob du perfekt bist. Ich frage nicht, ob du sinnlos bist. Ich frage, bist du bereit, zum Jesus begegnen? Jesus ruft. Wenn du nicht bereit bist, dann merkt die von dir bereit. So schön ist es hier in Enghor, kann ein Enghorn mit dir und mit mir. Sieg und gebe nicht ab, dass du in Ordnung bist bei Gott. Und dass Jesus dein Leben in seine Hände hat. Und du kannst in Fried durch das Leben gehen und lüre mit dem Tag, was Jesus wahrkommt. Wollen wir beten. Herr, auch in so einer schweren Zeit ist das, kick wir ab nur die und danken die, dass du uns nicht allein lässt. Wir danken die, dass du bist für uns und wir danken die, dass du Gott bist für uns. Herr. Wir können vielleicht nicht verstehen, wo das Port ist von Gott sein. Aber Herr, wo schwierig würde man als Menschen sein, wenn wir für ewig müssen auf diese verdorbene, verlorene Welt sein. Du hast einen Plan mit dir Arbeit, du hast was gesagt, was musst du tun, dass in ihnen sehen, sterben dort, dass wir kennen, eine bessere Zukunft haben. Aber Herr, viele Leute nehmen das nicht an. Und ich finde, dass du von dir warst, an den Horten klappen, dass du von dir
mit den Jes arbeiten, dort waren hier wer erst, wer den Wort nicht glauben geschenkt hat, wer den nicht angenommen hat, was ihn hat in Heiland. Dort von der Ort der Tiet sind. Wo Menschen wollen, ihr hört auch mehr, wo Menschen wollen, den Jes, ihr hier geben, und Menschen wollen, ihr Rat wollen, durch den Helden Jes, durch dort, was du getan hast für uns. Und was wir nicht wollen, so sei er vertrauen, ob wir getan haben, und ich habe andere Sachen, über dort, was du getan hast. Dankeschön, dass du gut bist, auch in diesen Tiden. Und wir freuen uns für viel Kraft, für viel Beistand, in dieser nächsten Stunde, wo wir Aufschreit nehmen von Benni, dass du besonders dich bei sein, bei den Eltern, bei den Geschwistern, bei der Familie. Und dass dein Jes wird Kraft schenken, dass neue Kraft, wo das brückt, den nächsten Schritt zu tun, und hat wir ein Lernen auf den Tag, wo wir uns wollen, bei dir Wahrheit treffen. In Jesus' Namen. Amen. Nächstens freuen wir uns, dass die Primus hier von der Ort hier in sind. Wir haben hier eine ganz schöne Gruppe, Primus und Primas, und die wollen hier was Leute sehen, besonders für uns als Familie. Wir möchten hier dort genießen können, so sehr in der Stadt. Und ich möchte die Frauen abzutreten, die wollen erst zwei Leute, dann wird Nico uns was wir geben, und dann sehen sie ein frisches Leute, und nur dem, was Nico deckt, dann uns dann auch das Lebensverzeichnis dann verlesen. Bitte schön, mach ich abtreten.
Leben. Was ist Leben? Leben ist eine kurze Zeit, wo wir durch diese Welt wandern. Nehme deine Hand und schau auf zum Himmel. Stell dich vor, deine Handbreite ist dein Leben. Und das Universum ist die Ewigkeit. Das Leben ist wie eine Blume, die heute blüht und morgen verwelkt. Denke über eine Sekunde nach. Eine Sekunde ist sehr kurz. Aber eigentlich, wie viel länger sind 1000 Sekunden? Denke an ein Jahr. Eine kurze Zeit. Ein Jahr fliegt vorbei und weiß nicht, wo es mag geblieben sein. Aber wie viel länger sind 70, 30 oder in diesem Fall 17 Jahre? Es sind nur 17 kurze Zeiten. Denke an ein Leben. Es vergeht an einem Moment, an dem du nie gedacht hattest. Wenn dein Leben so unsicher ist und weiß nicht, wann du übergehen wirst in die Ewigkeit, dann habe ich eine Frage für dich, lieber Freund. Bist du bereit? Glaube an Jesus und tue Buße über deine Sünde, weil du weißt nicht, ob du die nächste Stunde noch lebst. Dasselbe können wir auch heute wieder sehen. Mein lieber Primo, Benny, er hatte auch noch viele, viele Pläne für sein Leben. Aber Gott sagt, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Benny war immer bereit, um zu helfen. Er war wirklich ein aktiver und fröhlicher Junge. Ich weiß noch, als ich ihn das letzte Mal sah, er war so mutig und voller Energie. Und wenn Benny hier jetzt nicht mehr ist, die Erinnerungen werden bleiben. Viele, viele fantastische Erinnerungen. Der nächste Wellet hier immer
das Lebensverzeichnis eben lesen von Benny. Benny war ein fröhlicher, positiver Junge voller Energie. Sein Lebensmut war ansteckend. Er wurde den 22. Juni 2004 in Windsor, Ontario, Kanada, als drittes Kind geboren. Dort hatte er das größte Teil seiner Lebenszeit gewohnt. Im vergangenen Jahr zog er mit seinen Eltern und Geschwistern hier nach Mexiko. Als Baby von 5 Wochen erhielt er schon eine Operation am Herz und war 8 Wochen im Krankenhaus, da er bei der Geburt schon 2 Löcher im Herz hatte. Er ist oft kränklich gewesen. Als kleiner Junge hatte er schon viel Energie und man musste oft aufpassen, dass er nicht so müde würde. Seinen Schulunterricht erhielt er in Kanada. Bei Kindern war er beliebt, da er ein Interesse in ihnen zeigte, gerne mit ihnen Lego spielte, Hoverboard fuhr, Wasserschlag hatte und gerne lachte. Die Cousins schauten immer zuerst, ob Benny da war. Wenn ja, dann hatten sie, was ihnen fehlte, da er mit ihnen spielte. Auch hatte er seine Grandma herzlich lieb und fragte oft, was kann ich heute für sie tun? Gegenwärtig arbeitete er in Rheinfeld beim Futterhandel. Benny kam ums Leben am 5. Juni 2022, 3:30 p.m. bei einem Autounfall, wo er mit seinen Freunden zusammen war. Er erreichte ein Alter von 17 Jahren, 11 Monaten und 14 Tagen. Er hinterlässt seinen Eltern Johann und Tina Peters, Bruder David und Schwester Judy, einerseits Großeltern, Onkel und Tanten, Cousins. Im Tode vorangegangen sind ihm die Großeltern von seiner Seite. Benny wird inniglich vermisst werden von seiner Familie und Freunden. Hier. Wir wollen uns ein Lied singen. Wir wollen ein klein bisschen Cambio merken mit der Leichenshow. Wir wollen die Leiche hier fern haben, so dass es dort hier glaube ich gewöhnlich dann wird wollen. Und dann können vielleicht von Bad sehen, dass das hier vorbeikommen. Wir würden bloß freuen, dass die mit der Familie begrüßen, dass dort würden warten, Bad Lothar, Bad Büten. Dass das wird leichter essen, dass dort. So ich muss freuen, dass wir wollen ab dort ein klein bisschen Cambio merken, dass wir wollen von der Kontram gehen und von dieser Kontram gehen. So, wir wollen es dann hier noch einmal weiter ein Leid sehen. So, bitteschön, wollt ihr uns kommen, mit dort anladen. Und dann wird dann die Leichenshow sein. Und ich wollte kurz sagen, wo wir dann wollen, nur den Friedhof fahren. Das Friedhof dort erst in Campo 115, Scheindarp. Wir wollen hier, so ist der Traum fahren, zu dieser Linie, die Linie, die drauf geht, dann nach Scheindarp. Ich meine, Jonas Scheindarp, bitte schön, wer wir die Familie loten, hängen die Leichen Auto erst vorn und dann kommen wir, fallen wir alle regelmäßig das dort hängen ran. Hier wird fassbar sein, für die, die hier bleiben wollen und nicht dorthin kommen wollen, dass sie dann hier Fuß der Fassbar kommen und für alle, die dort in den Friedhof kommen, die sind alle eingeladen, treten kommen, hier zu Fassbar. Und ich freue mich, mit Fassbar sehen wir uns noch ein paar Leute und schließen mit dem Gebet und dann schauen wir den Weg. Ich möchte sehen von einem anderen. Die Leute, die wir zum Schluss singen wollen, und sagt, mein Jesu, ich liebe dich. Mein Jesu, ich lieb dich, ich weiß, du bist mein.
Die Lust dieser Welt kann mich nicht mehr erfreuen. Nie hab deine Freude so hoch ich geschätzt. Wenn je ich dich liebte, mein Jesus jetzt. Ich lieb dich, weil du mich zuerst hast geliebt. Weil dein Tod am Kreuz Erlösung mir gibt. Ich lieb dich, weil Dornen dein Haupt einst verletzt. Wenn je ich dich liebte, mein Jesus jetzt. Ich lieb dich im Leben, ich lieb dich im Tod. Ich preis dich so lange mir Odem schenkt Gott. Ich sag's noch, bedenk mich auch Angst, Schweiß zuletzt. Wenn je ich dich liebte, mein Jesus jetzt. Von himmlischen Thron, wo die Sünde besiegt, vergess ich den Jammer, der hinter mir liegt. Und sing in der Krone mit Sternen besetzt. Wenn je ich dich liebte, mein Jesus jetzt.